Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim hier im Blauen Palast in Einsamkeit. Wir haben hier in Einsamkeit noch eine Sache zu erledigen und dann würde ich gerne weiterziehen. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Und zwar müssen wir erstmal gucken, dass die Gewürzweinlieferung freigegeben wird, beziehungsweise die Gewürze für die Gewürzweine. Da glaube ich geliefert worden. Vittoria Vici oder Vicky müssen wir überzeugen. Da reisen wir mal ganz kurz zum Hafen unten schnell hin. Und reden nochmal mit ihr. Hallo, Vittoria. Hallo, hallo. Ihr seid zu weit entfernt. Jetzt gerade eben. Ja. Hm? Entschuldigt, ich war in Gedanken versunken. Ich plane meine Hochzeit, wisst ihr? Es gibt so vieles zu bedenken. Eure Hochzeit, das wird bestimmt ein schöner Tag. Yvette Sann hat mich gebeten, nach ihrer Gewürzweinlieferung zu... nach ihrer Gewürzlieferung zu sehen. Ach ja, wenn sie den Zoll von 2000 Goldstücken entrichten möchte, wäre alles geregelt. Yvette kann sich keine Zollgebühren leisten, leider. Sie kann sich kaum ihren Stand leisten. Ich schätze, ich kann eine Ausnahme machen. Ich mag ihren Würzwein sehen. Richtet Yvette Sann aus, dass ihre Lieferung in Kürze nach Einsamkeit gebracht werden wird. Wundervoll. Habt Dank. Ihr seid eine gute Frau. Ihr habt ein gutes Herz, wollte ich eigentlich sagen. Aber ihr seid auch eine gute Frau. So, okay. Dann richten wir Yvette. Ich reiße da jetzt schnell hin, das ist sonst... Ne? Hin und her und hin und her und hin und her. Okay, die Strecke kennen wir ja schon. So, wo ist sie denn? Wahrscheinlich an ihrem Stand, nehme ich an. Und so ein bisschen überreden lässt... Ohne das Feuerfest wäre Einsamkeit nicht die gleiche Stadt. Wir schulden euch unseren Dank. Gerne. Ja, so ein bisschen überreden. Also, lässt einen manchmal eine Stufe aufsteigen. Ihr werdet es haben. Würzwein für euch? Hergestellt nach einem alten Familienrezept. Die ostkaiserliche Handelsgesellschaft hat eure Gewürze verschickt. Danke vielmals. Bei jeder Ladung gibt es Probleme. Nehmt dies für eure... Nein, ihr habt doch nichts. Ist alles gut. Ach so, Gewürzwein. Ja, danke schön. Das freut mich. Viel Glück. Nicht gerade die perfekte Zeit, ja, um es geht unterwegs schon. Zu sein. Ach, es geht schon. So, dann würde ich sagen... Wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet. Dann würde ich sagen, wir reisen nochmal schnell zur Statue für Meridia, weil das sind wir ja auch schon gelaufen, mal hier den Weg, ne? Immer hin und her, hin und her, hin und her. Öfter. Naja, so oft ist nicht, aber trotzdem. Und dann von da aus zu Fuß weiter zur Dingsda-Höhle. Mondkieferhöhle, glaube ich, hieß die. Genau. Oh Gott, habe ich so viele Ziele aktiviert gerade. Uiuiui. Aber es geht nach Westen. Ich glaube, ich sehe sie auch schon auf dem Kompass. Hier hatte ich mal eine Rune platziert, ne? Die ist weg. Ah, da wollte ich nochmal was ausprobieren. Und zwar, wie ist das denn mit diesen Runen, wenn ich jetzt... Kann ich da zwei von haben? Ich habe das Gefühl, ich kann da nur eine von haben. Ist es möglich, dass ich nur eine von diesen Runen haben kann? Eine Rune? Ja, ich kann nur eine von diesen Runen haben. Okay, das ist gut zu wissen. Ach so, andere Art der Rune? Zum Beispiel eine Blitzrune? Auch nur eine. Alles klar. Achso, ja, und Stufe aufsteigen natürlich. Wir machen Magika, würde ich sagen. Und dann würde ich gerne... Ich würde ganz gerne bei der... Na, warte mal, wir haben eine Zerstörung, die eine... Stärken Frost. Ich würde eigentlich ganz gerne bei der Wiederherstellung was machen. Ich muss das hier machen, damit ich überhaupt was machen kann. Und dann würde ich eigentlich nämlich ganz gerne diesen Perk hier aktivieren. Magika regeneriert sich 25% schneller. Da hat er noch zwei Stufen, das heißt, das wäre dann wahrscheinlich 50%. Und das ist schon ziemlich cool, deswegen würde ich sagen, machen wir doch mal... Ich mach das jetzt einfach. Den Frostbiss benutze ich eh nicht so oft. So, Wiederherstellungszauber für der Novizenstufe, für die Hälfte der Magika. Was ist denn ein Wiederherstellungszauber der Novizenstufe? Sehe ich das hier irgendwo? Ja, Stufe Lehrling. Stufe Lehrling, Stufe Novize. Heilung und leichter Schutz. Okay, dann würde ich vielleicht den beständigen Schutz deaktivieren und den leichten Schutz aktivieren. Weil guck mal, der kostet jetzt nur noch 13 pro Sekunde und der beständige Schutz kostet 47. Das für die 20 Punkte mehr lohnt sich das nicht.
Deswegen würde ich den favorisieren. Ich glaube, die Heilung favorisiere ich auch mal. Heilen der Hände benutze ich kaum. Und bei der Zerstörung bin ich mir auch nicht sicher, weil es gibt so viele Zerstörungszauber, die ich eigentlich ganz gerne mag. Zum Beispiel... Blitz benutze ich eigentlich nie. Flammen benutze ich halt wirklich sehr häufig. Funken halt immer, wenn Zauberer da sind. Feuerruhen hat mir jetzt auch ein bisschen Spaß gemacht. Feuerblitz, Feuerrune. Nee, Frostrune. Diese drei Sachen eigentlich am häufigsten, ne? Ab und zu eben noch den, nicht den Blitz, wie heißt das? Funken? Und ab und zu Frostbiss. Dann lass uns die mal machen, aber das wird wahrscheinlich jetzt schon wieder so unübersichtlich sein hier. Naja, egal. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Zu den... Waren es die Vampire? Muss ich gerade mal gucken, was ist denn hier? Anführer der Kiefernmondhöhle. Ich glaube, das waren die Vampire. Ich bin mir aber nicht sicher. Schauen wir mal. Wo müssen wir hier lang? Hier irgendwie? Da oben ist noch was, ne? Wo kommen wir denn hier? Kommen wir hier irgendwie... Ah, da unten ist die Straße, aber dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr da hoch. Ach komm, egal. Müssen doch nicht alles aufdecken. Aber hier geht's auch nicht weiter. Wir müssen da hoch. Wir müssen scheinbar da hoch. Eventuell hier lang. Wo sind wir denn hier gelandet? Ein Wolf. Der haut wohl irgendwas ab. Okay, egal. Ach so, das ist hier auf die Insel oder was ist das, dieses Zeichen? Kalk? Nee, Kalk, was sage ich denn? Klarkieferteich entdeckt. Okay. Na ja, gut, ich sammle hier mal ein paar Sachen wenigstens, ne? Oh, oh, hallo. Ametyst, 4 Dietriche Gold und ein Zaubertrank der Heilung. Vielen Dank. Ja, ja, da sind sie doch. Zerstörung. Ich mache jetzt mal Flammen auf beide Seiten und ich mache mal wieder meinen Feueratem ausgerüstet. Waren das alle? Boah, ich kann mich jetzt echt gut heilen, ne? Den neuen Perk. Wow. Gibt kaum Magika weg. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, da war der eine. Wo war der andere? Waren es überhaupt nur zwei oder waren es drei? Ah, hier ist noch einer. Und da ist noch einer. Das waren drei. Murat Rapinella nehmen wir natürlich auch mit. Ist hier irgendwie sonst noch was? Außer der Kiste? Die scheinbar sehr gut bewacht ist. Scheinbar nicht. Okay, dann weiter Richtung Höhle.
Bei Vampiren muss ich gucken, da weiß ich nicht, was am besten wirkt. Ich glaube, da war Feuer nicht so richtig gut, ne? Was ist das denn hier? Kiefernmondhöhle entdeckt. Das hier, ist das hier zum Sitzen gedacht? Wahrscheinlich, ne? Ja, wo ist sie denn, die Höhle? Ach, da. Na, ich bin. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Nochmal speichern und dann geht es hinein. Aber die Weißkappen nehmen wir natürlich mit. Okay, hier sind erstmal Wölfe, die kann man, glaube ich, gut anzünden. Die brennen ganz gut. Guck mal da. Wo kam ich her? Ich kam hierher, ne? Wo ist denn der andere Wolf? Den habe ich ja schon untersucht. Wo ist denn der andere? Ah, da hinten. Höchst weit geflogen. Der hat auch Gold dabei. Das ist ein Goldwolf. Irgendwie. Ich habe echt viele raue Wulstlinge jetzt, ne? Alter Schwede. Ah, warte. Ja. Okay, hier ist sonst nichts. Hier scheint sonst nichts zu sein, ne? Hier geht's nur... Ist hier irgendwie noch weiter? Ne. Ich sehe hier kaum was. Ist so ein komischer Nebel drin. Nee, hier ist aber nichts mehr. Dann geht's wohl hier weiter. Aber natürlich... Nicht ohne die Pilze. Schönes Süppchen kochen dann. Nie herkommen sollen. Ehrlich gesagt nicht. Aber ich muss erstmal ganz kurz. Das hat jetzt doch relativ viel. machen wir Funken? Komm, wir machen mal Funken. Jetzt haben wir doch keine Magiker mehr. Ewige Magiker. Stellt Magiker vollständig wieder her. Das klingt doch gut. Gesundheit. Wir haben 23 normale Heiltränke. Da können wir uns mal normal ausklopfen. Ohne Problem. Oh, wie sind das denn? Haben wir auch ewige Heilung? Leider nicht. Wir haben nur kräftige Heilung. Die Heilung sind 100, starke Heilung sind 75, dann nehmen wir nochmal die 100. Können wir auch ruhig zweimal nehmen und dann nehmen wir nochmal die stark hinterher. Schon wieder kein Dings mehr. Alter. Alter.
Kräftige Magiker. Heftige Heilung. Kleine Heilung. 55 Stück. Dann lass uns doch mal Folgendes ausprobieren. Wiederherstellung, dann nehme ich doch mal den leichten Schutz auf rechts. Auf links und dann nehme ich die Funken auf rechts habe ich, glaube ich, noch, ne? Ja. War jetzt nicht, war nicht so erfolgreich. Dann lass uns mal nochmal probieren. Okay, wir nehmen das mal mit Funken auf rechts und leichter Schutz auf links. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Beziehungsweise. Was war das? Gut, ja, ist nur die, die mich bemerkt hat, ne? Na komm, bring it on. Und ihr dachtet, ich hätte nur ein hübsches Gesicht. Ja, dann sind wieder alle da. Mein Durst wird gelöscht werden. Okay, das schaffe ich noch nicht. Das ist noch zu viel für mich als kleinen, unbedeutenden Zauberer. Dann lass uns doch mal, vielleicht doch mal das hier wieder machen. Wo sind die denn alle? Ich bleib mir hier in den Schatten, da ist nämlich auch der Pilz. Ah ja, da ist einer. Und nicht der Chef, ne? Oder ist das der Chef? Oh,
war doch schon tot. Wie? Das waren jetzt alle? Nee, oder? Warte mal. Kolb und der Drache. Ist also ein Vampir, der gerne liest. Ich weiß nicht, ob ich die Nordpfeile noch brauche, ehrlich gesagt, aber ich nehme sie jetzt trotzdem mal mit. Weil halt. So, haben wir hier noch irgendwo einen? Nee, ne? Die waren alle hier drin gestorben. Mal ganz kurz noch mal ein bisschen schleichen, nicht, dass da vielleicht doch noch irgendwo einer lauert. Ich glaube eher nicht. Das wäre nämlich schon aufgefallen mit dem Licht und so. Gut, was haben wir hier noch? Toten, was ist das denn? Augäpfel? Das ist ja widerlich. So, hier steht nur Wein rum. Hier steht ein Zaubertrank der höchsten Heilung rum. Wunderbar. Und dann haben wir hier noch ein paar Pulsis. Solz nehmen wir natürlich auch mit. Hier ist nichts weiter. Da sind nur Äpfel drin. Die kannst du behalten. Guck mal, da geht's noch weiter, ha? Geht's da eventuell noch weiter? Einmal geht's hier noch weiter. Nett. Sehr, sehr nett. So, dann würde ich nämlich mal wieder eindrücken und speichern. Und dann müsste ich eigentlich warten, bis das Licht aus ist, oder? Wenn da jetzt jemand kommt. Habe ich es mal miteinander gespeichert? Ich glaube schon. Da hinten sind noch Pilze. Pilze. So, dann lass mal gucken, wo es da hinten noch geht. Ob uns da noch mehr von diesem Vampirviech erwartet. Oh ne. Hat scheinbar nur jemand gewohnt. Alles klar. Alles klar. Gut, dann können wir auch wieder ein bisschen Licht anmachen. Dann trainieren wir dabei noch. Was war das? Veränderung, ne? Ja. Dann trainieren wir dabei noch ein bisschen Veränderung. Das ist doch auch nicht schlecht. Sieht sehr. Oh, Zwergenfall, sehr gut. Gold. Rolle der Geißel der Untoten. Untote bis zur Stufe 45 werden in Brand gesteckt und fliehen 30 Sekunden lang. Bis Stufe 45, sehr gut. Zauberbuch besänftigen. Nehme ich mal mit. Weiß ich nicht, ob ich es schon habe. Dädrischer Helm, Wert 1600. Und Lederhelm der Schießkunst. Gewicht 2, Wert 627. Den nehme ich jetzt einfach auf jeden Fall mit. Hier ist nur noch ein dreckiges Bett. Da ist noch ein, was, der Zwischenfall in Nekrom. Illusion verbessert. Sehr gut. Und Zauberschrank der starken Heilung.
Und dann würde ich sagen, gucken wir nochmal ganz kurz, was für ein Buch wir hier haben. Zauberbuch besänftigen. Neuer Zauber gelernt besänftigen. Das ist ein Zauber, der Illusionen. Kreaturen und Personen bis Stufe 9 kämpfen 30 Sekunden lang nicht. Ach verdammt, jetzt hat das nicht geklappt mit der Pause, ne? Mist, okay, da hat jetzt was gefehlt. Hallo? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das ist von Falk Feuerbart im Blauen Palast. Ihr habt aber wirklich hochgestellte Freunde. Na klar. Das war's dann wohl. Ich muss los. Gegenstand, Gegenstände hinzugefügt? Okay. Ich mal hier hochgehen. Also zunächst mal, ja, mit der Pause hat es irgendwie nicht geklappt. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es ist aber nicht viel verloren gegangen. Ich habe gerade gegen einen Bären gekämpft und die besiegt. Das ist passiert. Ansonsten bin ich jetzt in Drachenbrücke und werde mir jetzt ein Zimmer nehmen. Gegenstand, Gegenstände. Was haben wir denn hier? Brief von Falk Feuerbart. Mizuka, in den zurückliegenden Tagen kamen einige besorgniserregende Informationen ans Licht, welche die Ereignisse in der Wolfsschädelhöhle sowie das Beschwörungs- und Bindungsritual, das ihr dort unterbrochen habt, betreffen. Angesichts eurer Beteiligung an den Geschehnissen bitte ich euch, nach Einsamkeit zurückzukehren, um uns erneut zu helfen. Genauere Details bringe ich nur ungern zu Papier. Bitte besucht mich im Blauen Palast. Hochachtungsvoll, Falk Feuerbart. Das machen wir natürlich, aber erst nach unserer kleinen Reise hier natürlich. Gegenstand, Gegenstände. Ist jetzt irgendwas hier noch dazugekommen? Nee, ne? Wie habe ich viele Sachen. Uraxnotiz haben wir noch hier. Zaubertränke. Zwergenpfeile. Ne, alles gut. So, hier ist, glaube ich, ne? Four Shields. Ich nehme an, dass das die Taverne ist. So, bevor wir uns ein Zimmer nehmen, wie viel Uhr ist es? Ja, es ist erst kurz vor 9, da können wir noch ein bisschen quatschen. Okay, ja. Leute, die hart arbeiten, haben auch das Recht, einen über den Durst zu trinken. Das ist richtig. Das gleiche gilt für Leute, die eine Frau wie meine ertragen müssen. Das weiß ich nicht. klingt so, als hättet ihr Probleme mit eurer Frau. Sie heißt Olda. Olda. Solltet ihr bereits ihre Bekanntschaft gemacht haben, wisst ihr vermutlich, wovon ich spreche. Ich schwöre, diese Frau ist der schlimmste Hausdrache im ganz Himmelsrand. Ich glaube, statt einem Herz sitzt ein Eisklumpen in ihrer Brust. Statt eines Herzens. Ja. Das freut mich für euch. Wie alt ist diese Steinbrücke bei der Stadt denn eigentlich da vorne? Die sieht ja cool aus. Schwer zu sagen. Sie ist alt. So viel steht jedenfalls fest. Sie stand schon lange vor der Stadt hier. Ich hoffe nur, die Brücke überlebt den Krieg. Ihr müsst in beiden Richtungen sehr weit gehen, bis ihr einen anderen Weg über den Kart findet. Wenn eine Seite verhindern will, dass die andere den Kart überquert, wäre es möglich, dass sie die Brücke einreißen. Okay. Also strategisch sehr wichtig. Verkauft sich euer Holz besser, seit der Krieg angefangen hat? Darauf könnt ihr Gift nehmen. Die Nachfrage war noch nie so hoch. Zumindest nicht, seit ich die neue Mühle gebaut habe. Gut, macht's gut, Jorge. Mhm. Varnius Junius. Verzeiht, aber ihr seht nicht besonders gut aus. Was heißt das? Oh, Knochenbrecherfieber. Na, sagt fühlt ihr euch nicht wohl? Sag mir das doch einer, Entschuldigung. Ja, ja. Danke. Aber Trank der Gesundheit, glaube ich, heißt es, ne? Oder Gesundheitsheilung. Krankheitsheilung. Krankheitsheilung. Heilt alle Krankheiten. Jo. Danke, Varnius. Leute, die hart arbeiten, das Recht, einen über den Durst so zu trinken. Ja, mal die Wirtin noch. Das gleiche gilt für Leute, die sonst niemanden? Frau wie meine ertragen müssen. Sonst niemanden. Ist ja Wahnsinn. Faida. Ich heiße Faida. Ich betreibe die Taverne. Was habt ihr denn zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Nicht, dass ich was möchte, aber vielleicht kann ich euch was verkaufen. Zum Beispiel diesen wunderschönen Würzwein hier. Die Zutaten behalte ich mal. Danke. Und natürlich möchte ich auch ein Zimmer mieten.
Natürlich, für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Das war's. Vielen Dank. So, dann schlafen wir mal 9:30. Zehn Stunden. Richtig ausruhen nach der Plackerei in der Höhle da mit den Vampiren. Wie viel waren wir jetzt? 7:30, genau. Okay, wunderbar. So wollte ich das auch. Ach, ein schöner Morgen. So, wen haben wir hier? Achso, ihr seid der Kurier. Achso, mit dem hatten wir schon gesprochen, als wir das letzte Mal hier Nein, waren. Tut mir leid. Nichts. Was ist hier? Ah, das ist wohl irgendwie Außenposten des Penitus Oculatus. Hier liegt Bier rum. Ist typisch für den Penitus Oculatus. Ist das hier? Achso, Gerbgestell, alles klar. Hier ist aber keiner, ne? Naja, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ganz kurz gucken, müssen wir über den Kart oder müssen wir auf dieser Seite bleiben? Wir müssen auf dieser Seite bleiben. Das heißt, das wird ein bisschen schwierig, glaube ich, weil hier... Da kommen wir da irgendwie vorbei. Und hier über dieses kleines Flüsslein. Und dann können wir hier unten am Ufer langlaufen oder wie ist das? Ja, das dürfte gehen. Das dürfte gehen. War der Kader? Jupp, das ist super. Oh nein, schon wieder ein Bär. Jo! Was war denn hier? Irgendwie nichts, ne? Wenig in der Gegend irgendwie. Da dafür ist wahrscheinlich die Höhle von dem Höhlenbär. Ja, nein, es ist eine Wolfshöhle. Grauer Wulstling habe ich 9. Oh, wiegt aber auch nur. Der wiegt aber auch nur. Aber können wir vielleicht trotzdem ein paar. Können wir vielleicht trotzdem ein paar, vielleicht so 18 oder 28 ablegen? Komm, wir legen mal 28 ab. Zack, reicht schon. Was ist denn da noch für ein... Was ist denn da noch für ein... Teilchen? Ist doch sonst gar nichts mehr. Uch, Fuchs, da habe ich mich ein bisschen erschreckt. Guck mal hier.
Okay, wenn sie will. Bitte was? Ah, da unten. Hier nicht die Bücher holen für Urak? So, und wo ist er? Da. Weicht der gerade auf? Nee, von einem Zufall, ne? Nein. So, so, die Abgeschworenen. Ah ja. Geschworenen Fall, Schaden 7. Das ist alles nichts wert, ne? Das ist alles nichts wert, was die haben. Okay, hier ist was? Lukas Sprungschanze. Dann würde ich sagen, da gehen wir dann in der nächsten Folge rein. Das wundert mich aber ein bisschen. Ach doch, das ist das. Das ist die Quest. Aber was ist denn das andere dann? Wir haben ja da noch eins im Süden. Ganz im Süden jetzt. Finde das Schwert des Roten Adlers. Alles klar. Das hatte ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm, dass hier noch zwei waren. Okay, alles klar. Gut, wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.